Winners Quarterfinals, SDN Belcampo. Wir sehen hier Ike gegen Inkling, beide auf ihrem Main. Das ist auf jeden Fall eine Begegnung, die wir öfters schon bei NEZ gesehen haben. Allerdings sehen wir auf jeden Fall auch, dass Belcampo immer besser wird. Von daher bin ich mal gespannt. Letztes Mal war es auf jeden Fall auch schon ein spannendes Match zwischen den beiden. Dass SDN jedoch auf jeden Fall gewinnen konnte. Ich meine auch 2-0, aber es waren knappe Matches. Gut, also mehr Prozent hat im Moment Belcampo. Jetzt. Ike definitiv der Charakter, der früher killen kann. Allerdings Inkling ein Charakter, der mit seinem Up-Throw, Up-Air, oh, sehr früh killen kann. Allerdings Ike mit näher Up-Air auf jeden Fall auch immer gut dabei. Krieg macht hier den Anfang und kann jetzt natürlich auch schon hier wieder Prozente machen. Ist die Frage, kann er den Combo-Starter bekommen, bevor er den Stock verliert? Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass Belcampo... Oh, oh, das war sehr gefährlich. Hätte hier runtergezogen werden können von der Up-Air. Up-B. Und ja, yeah, Up-Throw, Up-Air trifft und killt. Stocks sind wieder ausgeglichen. Oh, da hat er den Air-Dodge erwartet gerade. Das ist jetzt erstmal guter Damage hier gerade für Belcampo. Ike ist auch voll geinkt gerade, das heißt, dass er mehr Damage kassiert pro Hit. Oh, das war gut gedodged hier gerade von SDN mit dem Up-Tilt, bei dem er sich so ein bisschen bückt am Anfang. Einfach der fair gedodged. Oh, ja. Gut, also wir sehen, beide sind patient, aber... SDN macht den Schritt und den F-Tilt und killt damit Belcampo. Und er bekommt auch direkt den Combo-Starter, 36%, sehr stark. Ike auf jeden Fall ein Charakter, der sehr viel springt. Ah, er versucht sie wieder mit Up-Throw, Up-Air, aber diesmal reicht es nicht, aber schön... Die Abi abgefangen mit der Forward Air. Gut aufgepasst. Killt, er kriegt damit den Stock und jetzt geht's ans Damage machen. Muss aber auf jeden Fall aufpassen. Es reicht, es fehlt nicht mehr viel, bis SDN hier den Stock ziehen kann mit der Up Air. Und nee, mit einem Throw kann das jetzt nicht mehr machen anscheinend. Wahrscheinlich wird es auf die Nähe hinauslaufen oder einfach auf Raw Hit. Back Air zum Beispiel, Forward Air an der Edge. Kann auf jeden Fall sehr easy killen. Wow, okay. Wurde nicht gepunished. Also würde ich sagen, letzte Chance jetzt hier gerade für Belcampo. Oh, fast vom... Oh, das war schon knapp gerade. Und hier wieder der Jab, wichtig. Ledge Trap möglicherweise. Oh, oh, gut von SDN, dass er da den Jump aufbewahrt hat. Sonst wäre auf jeden Fall gekillt worden. Holt sich erstmal Ink zurück. Doch, Belcampo macht das hier gerade gut, auf jeden Fall. 89%, er hat natürlich immer noch... Oh, und da kommt der F-Tilt. Gut und patient. Und den Sack zugemacht. 1-0 jetzt hier gerade für SDN. Aber das ist ja hier Best of 5, von daher. Ja, nach diesem Set werden wir sehen Niceface gegen Splash Mage. Das ist auf jeden Fall eine Begegnung, die ich sehr interessant finde. Robin ist ein Charakter, den man generell nicht so oft sieht. Auch Link eigentlich. Zumindest hierzulande. Und ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Splash Mage sehr starke Fortschritte in den letzten Monaten gemacht hat. Von daher bin ich auf das Matchup sehr gespannt. Aber jetzt sind wir hier erstmal bei SDN gegen Belcampo. Und es war auf jeden Fall gerade knapp. Ist gar nicht mal unbedingt die Prozentzahl, die da wichtig ist, sondern einfach, ob Ike offstage ist. Gut, wir gehen hier jetzt auf Small Battlefield.
Erstmal ein bisschen Damage, ein bisschen Ink. Das macht noch mehr Damage. Oh mein Gott, das macht ja echt wirklich richtig viel Damage dann. Oh. Oh, hat zwar nicht gespiked, aber das macht sehr viel Damage hier gerade. Upthrow, nein, Backthrow. Ja, er versucht hier auf jeden Fall etwas. Irgendwie den Gimp zu bekommen, aber Upthrow, wow, Upthrow up, er trifft und das ist die Zero to Death. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, weil hier kommt schon wieder die Ink. Bekamso setzt die Ink sehr, sehr gut gerade ein. Also super patient, macht mega viel Damage damit. Und ich persönlich finde, dass es auch so einen psychologischen Effekt so ein bisschen hat. Einfach weil es nervt, wie lange man in diesem Jab drin sitzt. Und wenn man das oft macht, ist es einfach ein sehr guter Jab. Oh. 100% jetzt hier schon wieder auf SDN drauf. Was geht ab? Also, was für ein Unterschied zum ersten Match hier gerade. Und das ist auch schon der zweite Stock hier gerade für Belcampo, der hier noch nicht mal 50% auf sich drauf hat. Okay, also SDN jetzt hier gerade ein bisschen mit Momentum. Aber das ist auf jeden Fall noch ein ganzes Stück Arbeit, das 2-0 zu erreichen jetzt gerade für SDN. Upthrow up air, näher to up air. Okay, und jetzt nur noch ein Stock Lead für Belcampo. Aber wenn er so spielt wie eben gerade, dann ist das Spiel schon entschieden. Okay, wieder eine Chance gerade für SDN with den Grab und wir sind wieder im Neutral. Versucht es da mit der Dash Attack, aber auch das würde noch nicht killen. 30% gerade mal, 40 auf Belcampo. Jetzt hier gerade an der Edge. Das ist auf jeden Fall die beste Chance, die SDN jetzt im Moment zum Killen hat. Fair reicht noch nicht aus. 100% jetzt auf Belcampo. Hat hier wirklich gut aufgeholt wieder, muss man sagen. Grab. Oh, okay. Da hat er rausgemashed. Wahrscheinlich wollte Belcampo so viel Damage machen wie möglich und ihn dann erstmal nach hinten werfen. Und der, was ist das? Das Special. Neutral B wird gepunished. Und zwar hart mit einem Stock. Okay, also gar nicht mehr so unmachbar gerade für SDN. Das sind jetzt gerade nur noch 100% Lead. Belcampo jetzt aber mit mehr Momentum wieder. Up throw to, up air und reicht. Okay, also gutes Game hier für Belcampo. Richtig gut zurückgeholt einfach. Und wir gehen in Game Nummer 3. Es steht 1-1. Ja, jetzt ist natürlich spannend, wie reagiert SDN auf dieses 1-1, weil das ja wirklich sehr solide war. Das Einzige, was halt SDN jetzt gerade zuversichtlich machen könnte, wäre halt, dass am Ende er sehr gut wieder aufgeholt hat. Also alles gar nicht so schlimm. Es ist Best of 5, deswegen sollten die Nerven jetzt auch noch gar nicht blank liegen. Gut, wir gehen in nochmal Game Nummer 3 rein und das ist wieder Small Battlefield, ja. Okay. Gut, die Legend of Zelda Musik. Ich hoffe, dass die Musik in Breath of the Wild 2 genauso gut wird wie im ersten Teil. Schöne Combo hier gerade von Belcampo. Und es ist even. Oh ja. Das war auf jeden Fall gerade wichtig, dass Belcampo nicht von dieser Dash Attack getroffen wird. Das ist nämlich SDNs ja, Trademark so ein bisschen, diese Dash Attack. Und ja, gerade wo ich das sage. Aber Belcampo wirklich nicht so weit zurück und direkt ausgeglichen mit der Frame Trap. Beziehungsweise der Ledge Trap. 34% jetzt auf ihm drauf. Okay, wichtig, die Ink. Wenn er jetzt eine Combo bekommt, kann das ganz schnell ganz schlecht aussehen.
Oh oh. Oh, okay, gute Reaktion da drauf. Oh, aber die Back Air. Und das ist der Stock für SDN. Näher to forward air. Down tilt. Guter Parry, wichtiger Parry. Wow. SDN sehr ruhig geblieben, dafür, dass er eine Edge war. Hatte da gar keinen Drang, irgendwie rauszukommen und beginnt den Combo-Starter. Hat jetzt fast einen ganzen Stock-Lead gerade. Eine gute Reaktion auf das letzte Game. Und er hat da doch was vor. Da steht er auf der Plattform, da hat er doch was vor. Ein Airdrop würde ich... Oh, ja, okay. Also auf jeden Fall Ike gerade gefährlich da oben. Oh, er ist da wirklich durchgekommen und... Oh, hat er den Airdodge kommen sehen, aber konnte ihn nicht ganz punishen. Ein ganzes Stück Arbeit jetzt gerade noch für Bebel Campo und 2-1 für SDN. Ich werde hier mal ein bisschen in die Mitte rücken. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Im März wird das nächste nordische Major stattfinden, und zwar Arcadia Nummer 4. Die Anmeldung ist auch schon offen, also ich würde sagen, haut rein. 256 Plätze sind da. Ich weiß jetzt nicht, wie viele schon confirmed haben, aber ich bin mir sicher eine ganze Menge. Von daher würde ich sagen, an euch... Meldet euch so schnell wie möglich an. Das Event wird auf jeden Fall richtig gut. So, wir kommen in Game Nummer 4. Und jetzt im Moment startet das so wie Game Nummer 2 so ein bisschen. Also komplett einseitig von Belcampo. Oh, schöner Parry. Oh, was für ein Upsmash gerade. Okay, Upthrow into... Ja, gut gewartet. Oh! Wow. Oh, da wurde er fast gespiked. Jetzt ein bisschen Momentum für SDN. Kann hier aufholen. Mal gucken, wie an der Edge ist. Oh, guter F-Tilt. Gut gespaced. Versucht es hier wieder mit dem Spike. Jetzt gerade wieder ins Neutral. Ja, also... Belcampo versucht hier den Grab zu bekommen, aber... Oh, schöne Fair. Reicht noch nicht. Ah, da hat er einiges gecovert, aber es hat nicht ganz gereicht. Ja, wonach sucht SDN jetzt gerade? Die Dash Attack vielleicht? Okay. Oh, gecatcht. Sehr gut. Also hier wieder Stocklead für Belcampo. Aber schnell ausgeglichen hier von SDN. Das sieht also nicht mehr ganz so aus wie in Game Nummer 2. Wo in kürzester Zeit zwei Stocks weg waren, aber doch, doch. Also das ist gerade wieder eine sehr gute Leistung von Belcampo. Wenn das ein aktiver Faktor wird hier, also diese Gimps, dann könnte er doch sehr gefährlich werden hier. Oh. Ja, er setzt hier die Neutral B auf jeden Fall sehr gut ein. Im zweiten Game wurde er langsam zu greedy. Im dritten Game hat man das nicht so oft gesehen. Aber jetzt setzt er sie wieder sehr gut ein. Und ich glaube, das ist irgendwie ein sehr wichtiger Faktor. Oh. 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 Das war knapp. Das war knapp. Das war auf jeden Fall sehr gut. Gerade. Und? Tatsache. 2-2. Richtig gute Leistung von Belcampo gerade. Und es wird knapp. Es geht in Game 5.
So, einmal für zwischendurch. Unser nächstes NIZ im Dezember, da es ja Weihnachten gibt und sowas, wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich am 11.12. stattfinden. Also ihr könnt schon mal in eurem Terminkalender markieren. Es wird ein Sonntag sein. Genau. Möglicherweise wird Hope wiederkommen. Es wäre natürlich sehr schön, wenn wir hier ein paar Dänen begrüßen können. Und wir gehen in Game Nummer 5. Oh, wird direkt gestartet mit Neutral B. Ja, das ist jetzt wieder Game 5 SDN. Bisschen aggressiver als sonst. Oh, jetzt hier gerade gutes Momentum für Beckampo. Oh, viel Damage. Air Dodge wird auch gepunished. Oh. Into Up Smash, okay. Ist gerade ein komplett türkiser Ike hier. Ich weiß nicht, ob der Knockback auch höher ist, wenn er voll geinkt ist. Ich glaube schon. Und ja, es reicht. Beckampo geht hier also in Game Nummer 5 in Führung und kriegt hier direkt. Oh. Bekommt nicht direkt Momentum. Aber oh, das war gerade knapp. Das hätte gut. Oh. Schön gewartet. Oh, das ist gerade ein sehr spannender Moment, weil jetzt im Moment weiß man immer noch nicht, ob es reicht für Beckampo die Lead. Aber alleine, dass er gerade die Lead hat, ist schon so wichtig. Und die Forward Air hier gerade von SDN, 150% Max Rage auf Inkling. Ich weiß nicht, wie früher killen kann. Aber es könnte sein, dass jetzt gerade eine Combo schon den Stock ziehen könnte. Oh. Sehen wir hier das Upset? Oh! Und die Down erklärt. Okay, wir sind ja also 2-2 gerade. In Stocks und in Games. Upthrow into. Oh, er versucht es mit der Up-Air. Der Rising Up-Air. Nicht ganz geklappt. 77% aber drauf. Gute Lead. Darf hier aber nicht greedy werden. Oh! Und SDN kriegt hier direkt circa 50% Schaden zurück. Oh. Oh mein Gott, die Dash Attack killt fast. Hat nicht ganz gekillt. Und das ist gerade super wichtig. Wer bekommt den Stock zuerst? Oh. Oh. Oh oh. Okay. Wir sind hier also gerade Game 5. Letzter Stock hier gerade für SDN. Oh, die Abwehr killt. Die Abwehr trifft alleine das. Gerade so mit der Ecke. Guter Anfang jetzt. Bisschen Ink drauf auf SDN für Beckampo. Wenn ihr jetzt einen Kombo-Starter bekommt. Oh. Oh. Oh, und das ist guter Damage jetzt gerade. Wow. So guter Damage. Oh, das war wichtig. Das ist Upthrow into Up-Air. Killt natürlich noch nicht. Und. Oh mein Gott. Oh. Das war gerade super risky. Nach dieser Schreckenssekunde, es geht direkt weiter. SDN jetzt gerade mit Momentum, mit wichtigem Momentum. Und das geht so schnell jetzt gerade mit dem Damage. 125% auf ihn drauf. So ein Rage Ike ist natürlich nochmal was ganz anderes. Eine Dash Attack würde anders hitten und wow, das killt fast. Das killt fast. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Up-Tilt killt auch noch nicht. Beide mit viel Rage gerade. Oh, ich weiß nicht, ob ein Upthrow noch killen würde. Oh, so schlau von SDN. Oh mein Gott. Er hat irgendwie den Empty Hop erwartet und wollte grabben. Aber SDN ist einfach durch die Stage durch mit dem Up-Tilt. Richtig gut gespielt. Mega Klatsch. Echt gutes Set. Da bin ich froh, dass ich das gerade auf dem Stream gesehen habe. Das muss auf jeden Fall hochgeladen werden. Sehr gutes